Ach, ich hab's mittlerweile aufgegeben, mich darüber aufzuregen. Bringt ja, eh nichts. Bringt auch nichts. Ich meine, wir haben schon so viele Dinge probiert und ich bin halt auch kein Fachmann. Was genau in dem Rechner jetzt fehlerhaft ist, gerade wir hatten ja schon einmal einen Stream gemacht, wo wir wirklich den Rechner an seine Grenzen gebracht haben, ist nichts passiert. Naja. Also von daher, das Problem lässt sich halt auch nicht replizieren, deswegen kann man auch schlecht sagen, wo jetzt genau das Problem liegt, was man ändern müsste und ja. Bringt halt nichts. Ja, das Problem lässt sich auch nur replizieren, wenn man ungefähr weiß, wo das Problem ist. Ja, deswegen ja. Also, ne, wenn man jetzt sagt, okay, im Moment, hey, das Problem ist da und da aufgetreten, man versucht es nochmal genau das Gleiche zu machen. Wenn das Problem da wieder auftritt, dann kann man sagen, okay, ja, da und daran liegt das. Aber das passiert halt nicht. Das genau. Ist halt genau mein großes Problem. So, und wir waren da oben stehen geblieben. Gut, du hast es mittlerweile zurückgeschafft, wie ich sehe. Da. Mehr Baumstämme irgendwo? Nee. Und ich hab wieder vergessen, dass ich ja nicht abgespeichert hatte, dass ich was gegessen habe. Na gut, das mal weg. So. Achso, die Flasche ist leer. Ach, toll. Dann trinken wir jetzt schnell einen Energy. Ich brauche Bäume, ich brauche Holz. Tschüss. So, gut, du hattest ein Fortbewegungsmittel gefunden. So viel brauche ich keine Ausdauer und ich kann trotzdem noch die zwei Baumstämme tragen. Auch schön. Wie jetzt hier dieses Motorrad? Damit kannst du trotzdem noch Bäume fängen gehen und du kannst Baumstämme transportieren, zwei Stück. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier unten eine Zipline ran. Geht erstmal nur um den Transport von Baumstämmen. Die Frage, kriegen wir das bis zu uns oder wird dann das hier im Weg sein? Das wird dann im Weg sein. Ich finde das halt lustig. Nö. So, war's das, Rudo? Hä? Die neue Zipline. Bei dem gebauten. Ich glaube, da ist ein Baum dazwischen. Oder beziehungsweise sehr nah dran. Na dann, fällen wir den Baum noch. Mal kurz nachladen. Weil. Ja. Ja, der ist ein bisschen zu nah. Werden. Weil ich kann ja gerne mal einen Baumstamm holen und ausprobieren. Oh, das war kein Baumstamm. Das war nur ein halber. Ja. Verdammt. Jetzt ist der Baum ewig. So. Falsche Richtung. Diese Richtung bitte. Nein, ich will doch nicht. Lass mich los. Sieht mittlerweile aus. 5000 Seile hier.
Oh, da rollen ja auch noch welche rum. Wo seid ihr bald hingefallen? Wollte den Baumstamm da weg. Wo ist der Baumstamm hin? Ah, hier runtergefallen, rein. Ja, so Stück für Stück. Ja, ich habe noch ein Solarpanel übrigens gefunden gehabt. Ja, hat mich auch. Wundert mich nicht wirklich, wenn sie das jetzt überall auf die Maps verteilt haben. Und jetzt doch ein bisschen häufiger irgendwo finden. 3 Stück. Oh, okay. Alter, komm schon! Oh Mann! Du bist am Boden? Jo. Ich geh. Ich seh schon. Kudos on the way. Doch 2. Folge 158. Nein, da unten sollst du es doch nicht hinbauen. Was ist mit Folge 158? Ist jetzt draußen. Von 7 Days to Die. Ach so. Ja, da muss ich auch mal wieder weiterschneiden. Deck die Knarre ein. Hier ist ja nix. Keine Ahnung, wo der Dicke ist. Aber für den brauchst du die Knarre nicht. So, War plötzlich nur noch schon so gut wie tot, deswegen. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Hä? Ich hab mit meiner Hand hab ich nach rechts ausgeholt. Da steht meine Tasse. Meine Tasse habe ich nicht mehr auf meinem Schirm gehabt. Dass ich überhaupt eine Tasse hier habe. Kann man schon mal machen. Ich bin von meiner Tasse erschrocken. Alles andere wäre ja auch langweilig. In Verbindung mit den Discord-Nachrichten, die ich bekommen habe. Ja, natürlich. Bist du wieder down? Nein. Okay. Weil ich bin gerade angekommen. Nicht runterfallen. Oder nur vom Baum erschlagen. Ach, obwohl ich hinter dem Baum stand. Wenn es nur ein Baum war. Wenn es weiter nichts ist, ne? So, welches jetzt die gute? Ich glaube, das ist die hier. So, zack. Zack. So, jetzt hab ich bloß ein Problem. Ärgert mich bloß, dass ich schon wieder Half-Life bin, obwohl ich mich gerade geheilt habe. Na, ja. Nicht schön. Kann ich auch gleich mal mitnehmen? Das waren meine letzten Pillen, die ich in meinem Inventar hatte. Ja, das ist ein halber Baumstamm, sehr gut. Ganz kurz hier platzieren. Bevor ja ein so ein Teil wieder runterfällt.
mit den nächsten zwei. Und du mal ganz kurz weg. Krieg ich dich irgendwo hin? Ja, da. Sehr schön. Komm ich da auch wieder hoch? Da bist du hingefallen. Nee. Ist immer noch der halbe. Immer noch die halbe Portion, die ich da nicht aufheben darf. Na, sag mal, Game, hör auf rumzulecken. Bist schon einmal abgestürzt, reicht ja jetzt. Nee. Irgendwann ist ja auch mal Schluss hier. Nee. Das erste Schuss, wenn du aufgibst. Nee, das dauert ewig. So schnell gibt ein Deso nicht auf. Selbst wenn, dann auch bloß für einen Moment. Es wird jetzt mal im Ernst. So ein kleines viereckiges Häuschen kann ja jeder bauen. Das einzig Nervige ist, dass wir hier wieder von unten hochbauen müssen. Ich hab's überlebt. So, weil das ja warum auch immer hier mal was zusammengefallen ist. Alles okay, Tatsu? Naja. Nix ist okay. Wir haben die Hälfte von dem in Baum also abgerissen. Wie auch Hummer. Die das gemacht haben. Haben wir die Zipline noch? Nee. Oh. Ja, dann liegt ein Stück Holz an. Ich glaube, ich könnte hier erstmal Hilfe gebrauchen. Aha. Oh. Alter. Was ist hier passiert? Ich weiß gerade nicht, ob das so ein... Was hat der für einen Jump drauf? Ei! Gut, komm, platzieren und dann erstmal runter. Gucken, was dazu treibt. Ich weiß schon, warum ich jetzt bei Zeiten die Defense haben wollte. Alter! Zwei Hits und ich war weg und ich war fast full life. Fast. Komm bei, dazu kleiner Mobil was essen. Alter. Soll ich auch auf den Weg nach unten mich mal begeben? Ich weiß nicht, wie viele noch da sind. Ich guck gleich mal. Ich glaube, zwei sind es mindestens. Ja, das kriegen wir so hin. Kuto. Alles gut. Ich,
Ich bin mir nicht sicher heute, nicht, dass das wieder diese blauen sind. Ich sehe es halt nicht, das ist Tag. Das wollte ich aufhelfen. Und die ist bis hier hochgesprungen, die Ena. Aha. So. Meine Arrest, der ist einfach nur unter dem Haus da begraben worden. Na komm, lass mich kurz was trinken. So, das geht wieder nicht, weil ich einen Speer in der Hand habe. Warum sind denn hier so? Na gut, dann müssen wir halt erstmal nichts trinken. Dann müssen wir das einfach so hinkriegen. Ja, ja, so wie die sich bewegen, sind es wieder blaue. Hopp. Keine Ausdauer. Alter! Oh Gott, die! Okay, jetzt haben wir noch Spinnen hier. Und ja, das Baumhaus ist ziemlich lästig. Ich würde sie erstmal einfach weglocken dazu. Achtung, hinter dir. Einfach weglocken von den Gebäuden. Wir kommen nämlich langsam mehr. Dann renne ich jetzt auch erstmal ganz kurz. Ah, schade. Das mit Wegrennen geht nicht. So kleine Skorpionenfreunde. Ich hüpfe jetzt erstmal über den Fluss. Darf ich dann ins Inventar kommen? Pistole nämlich nicht auf eine Schnelltaste. So, Pistole da. Sehr schön. So. Nachladen. Okay, dazu, ich bin bei dir. Ja. Ich hätte dich jetzt fast erschossen. Ihr habt ja gesagt. Scheiße, ich bin hängen geblieben. Mhm. Sehen, ob ich dich von hier oben kriege. Jawohl. Virginia, renn mir nicht entgegen. Nachladen. Sind die aber auch schnell. Alter, Virginia, du stehst mitten im Schussfeld. Nicht gut. Alter, ja, die können ganz schön springen. Ah. Okay. Das war knapp. Ganz schnell jetzt wegrennen und hoffen, dass mich nichts verfolgt, damit ich schnell Medi nehmen kann. Komm schon, komm schon. Und weg. Huh, das war knapp. Ich hab keine Kugeln mehr. Ja, ich muss auch mal kurz ein bisschen rumlaufen, damit ich mich hochheil. Wasser. Wasser ist zum Waschen da. So, wo seid ihr denn? Da bist du. Sind aber auch so flink. Ah, aber ihr habt bestimmte Wege, wo ihr übers Wasser geht. Okay. Aha, aha. Könnt ihr nicht so schnell werden, ne? Könnte man euch ja wirklich mal angreifen, aber... Sinnlos drauf einballern bringt halt auch nicht viel. Ja, ja, Virginia, ich seh's schon. Dann will ich ja wenigstens ein paar Headshots landen. Gut, du pass auf, dass du nicht zu viele Bäume fällst, nicht, dass meine Baumstämme unten verschwinden. Ja, ich fäll meistens einen. Nein! Und dann du Drecksvieh. Die geh ich noch? Ja, nee, tatsächlich, ich bin down. Schade. Also das klang nach explosiv. Sehr schön. Ja, genau wieder mit reingejumpt. Haha, Drecksvieh. Sehr schön, danke Tatsu. Dann bin ich Tatsus Schutzschild. Achtung, Tatsu, genau hinter dir. Da rannte gerade einer. Genau hinter? Ja, ja, war gerade einer. Du bist aber durchs Wasser. Ist er bei dir da stehen geblieben. Ja, Wasser haben die noch ein bisschen Probleme. Eigentlich war hier meine Position. Ja, jetzt sieht man langsam, dass es wieder blau leuchten. Ja, komm. Zielscheiben schießen ist das eine.
Auf sowas ist es was anderes. Alter, ihr Säcke. Ja, ja. Okay, anders down. Sehr schön. Dazu, hier hast du viele, viele Pfeile. Der ist down. Es wird schwieriger. Ja, bleib gut da. Schade. Da wollte ich nicht stehen bleiben. Nachladen. Nein, ich bin leer geschossen. Oder? Nee, ich muss einfach nur nachladen. Sehr schön. Okay, ist auch down. Sehr schön. Wenn wir das so weitergeht, müssen wir uns wirklich irgendwann mal nach... Oh, sehr schön, dass du da gerade rumstehst. Ist auch down. Ja. Nur noch ein Krabbler, Achtung. Okay, der lebt wieder, oder was? Nee. Bist du jetzt wirklich tot? Bist du nicht tot? Das eine bewegt sich nur so komisch. Ich will Munition nicht verschwenden. Speer nehmen. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall tot. Ne, dann soll mal einer sagen, wir haben keine Action hier. Das hat viel Munition gekostet, auf jeden Fall. Ja. Das ist ganz kurz Ruhe. Was haben wir denn noch? Okay, das war das letzte Magazin, was ich hatte. Ich bin leer geschossen. Wie einfach die Gebäude zerschmettern, das ist nicht lustig. Das war gerade viel zu einfach für die. Ja. Also ich hab so das Gefühl, ich werde oben die Defense erhöhen. Ich sehe nichts mehr. So, lass mal ganz kurz gucken, wo sind wir denn? Wir sind hier so weit unten. Ich glaube, ich bleib erstmal auf der Höhe. Dazu, soll ich dir mal eine Fackel heimleuchten oder wohin willst du am besten? Ich gehe jetzt einfach Richtung Zipline. Ja, ich hab's ja. Hier ist er. Genau, ja. So, erstmal nach oben klettern. Also wenn die auftauchen, dann ja, ich glaube, ja, ich muss die Defense da oben auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Das ist richtig ärgerlich, das aber. Ja, wir spielen halt auf schwer und haben halt Gebäudeschaden an. Ja, ich weiß. Gerade für jemanden, der gerne baut, ist Gebäudeschaden natürlich das absolute Horror-Szenario. Hier ist immer noch Rena. Was? Soll ich runterkommen? Ja, komm. Ich bin auf dem Weg runter zu dir. Weil ich schon die ganzen Blumenkästen und so größtenteils fertig hatte. Das ist ja das, was mich am meisten ärgert. Ich glaube, wir werden... Ich muss ganz kurz auf der Zwischenebene mich heilen. Haben wir noch was? Und ja, letzte Midi. Ich glaube, es sind einige Baumstämme weg. Ja, das bringt sehr viel, wenn ich sitze, nicht zünde. Obwohl, ich könnte Glück haben. Sehen. Dann bist du schon mal besser als ich. Ich sehe nämlich nichts. Gut, dann locke ich ihn gerne mal zu dir. Oh, Moment, hallo Vera. Erst muss ich mit dem Hallo, tschüss, hallo Tatsu, grüß dich. Komm mit aufs Eis hier. Komm, auf dem Eis haben wir bisher immer ganz gut gekämpft. Okay, er bleibt gerade stehen. Nee, schade. Komm her, komm her. Jetzt haut er wieder ab. Eis immer so komisch klingt. Ich glaube schon mal ein paar Baumstämme und lager die erstmal irgendwo. Okay, er ist da. Spiel mal Schutzschild. Doch den Baumstamm ganz gut platzieren. Danach können wir gerne kämpfen. Wirf einfach den Baumstamm auf ihn. Ich habe keine Ausdauer. Das ist gerade das Problem. So, zum Glück habt ihr ein bisschen Probleme mit Eis anscheinend. Das ist mir ganz recht.
Ja, die Viecher. Oh, wir haben noch einen zweiten. Wer rennt denn da rum? Ein Eingeborener? Das sind Eingeborene, die sind gerade vor dem weggerannt. Dazu, wir haben 4 Eingeborene und noch einen Skorpion. Richtung Flugzeug. Also Heli. So, ganz kurz noch die Baumstämme hier. Solange die Eingeborenen sich gerade mit den Viechern beschäftigen. Nein. Ja, ich hab's gerade gesehen. Okay, gut. So weit, so gut. Da liegt noch einer. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Zack. Und dann werden wir uns gleich wieder um Freunde kümmern. Okay, ich hab Durst. Das ist das Hauptproblem. Wie kann das noch halten, Deso? Wie kann das noch halten hier? Ja, das ist bei einigen Dingen sehr, sehr fragwürdig. So, habe ich kurz Ruhe? Ja. Wasserflasche ausrüsten. Ich muss jetzt ganz schnell irgendwie zum Wasser Flasche auffüllen. Und selber eigentlich was trinken. Zack. Das Obst ist echt lecker, Schatz. So, ganz kurz selber was trinken. Ich hoffe, jetzt greift mich gerade nichts an. Ich komme bloß gerade nicht dazu. Wir haben gerade ein bisschen Stress. Mit den Nachbarn. So. Wo sind sie jetzt eigentlich? Okay, wo ist unser Skorpion, Heini? Da ist er, oder? Nee, das ist Reh. Das ist Eingeborener, der gerade auf den Zug rankommt. Bist du blau? Du Sack, leuchtest blau. Dazu, ich schocke. Er ist tot. Okay, da wird er so blau. Aber der hat blau geleuchtet bei mir. Komm schon, Typ. Hat sich angesteckt. Aber der leuchtet blau. Hier ist eine Tasche. Hier wurde einiges umgebracht. Und wieso bist du rot? Ich glaube, du bist einfach nur angemalt. Auf jeden Fall auch eine Tasche. Und hier ist das andere Vieh-Tattoo. Das ist tot. Sehr gut. Also ich könnte. Ich auch. Okay, dann los. Ich bin zwar voll, aber da hat Tatsu nochmal eins. Jetzt haben wir ja gerade mal Ruhe. So. Oh, Tatsu ist auch voll. So. Gucken uns kurz um. Okay. Wir haben schon wieder Besuch. Da ist jemand, den muss ich abwerfen. Tatsu, wir haben eher richtigen Besuch. Was? Inner von den Taubstummen. Und Babys sehe ich da hinten gerade langsam angewackelt. Aua, 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 aua. Virginia, warum? Ja, das sehen wir. Nein, das war knapp. Aber wo ein Baby ist, wird er noch ein anderes sein. Ist ja. Der mal zugestochen hat mit dem Speer. Sorry, kann sein, dass du gleich wieder liegst. Okay, jetzt muss ich ganz kurz erstmal rumstehen. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ja, gefühlt trifft er auch bloß jeder zweite. So. Okay, den können wir doch schlachten. Theoretisch. Tatsu, also zweimal Haut aufnehmen. Jo. Ich bin ready. Jo. Dann los. Bevor ja die nächsten Freunde kommen. Das Springen macht mir vor allem Sorgen. Da ist gelandet. Okay, Virginia frisst Vögel. Davon liegen ja aber auch einige. Einige sogar unterm Eis. Komm, ein Baby kommt doch selten allein. Wo ist denn der Rest hier von euch? Möglicherweise höre ich aber auch nichts. Hat sich ein Baby einfach nur verlaufen? Und das ist zum Beispiel der Grund, warum wir roden, um Sichtfeld zu haben, was natürlich bei Tatsu ja scheiße aussehen würde.
Dafür sind es halt eigentlich auch Baumhäuser. Und deswegen hast du zum Beispiel unten auch die Spikes gesetzt, damit halt eigentlich sowas nicht passiert, aber so hoch wieder gejumpt ist einfach. Bin ich mir nicht mehr sicher, ob unsere kleine Spike-Wall bei uns helfen würde. Das ja, da ist wohl. Ja gezielt auf mich gejumpt, also muss man auch wieder so sehen. Aber trotzdem, einfach mal, ich war damit fertig mit dem Gebäude hier. Ja, das ist halt der Grund, das ist der Grund, warum ich immer noch das Fundament bei uns dort lasse, wo ich jetzt aktuell gerade dran gebaut habe. Weil das Fundament unten kann man ja wegreißen, deswegen sind ja die Schrägen eingebaut, ne, dass es halt in der Luft schwebt. Aber wenn halt sowas passiert, kannst du das nie wieder zusammenbauen. Weil du kommst von unten einfach nicht ran. Und das ist nämlich auch die Frage. Ich kann das auch nicht mal zusammenbauen. Ja, du müsstest es komplett wieder... Ich muss es komplett abreißen und... Ärgerlich. Ganze Arbeit umsonst. Was ist das Bescheuerte bei den Baumhäusern hier? So einen richtigen, wirklich einen Halt hatten die eigentlich nirgendwo. Virginia hat wieder mal einen Fisch aus dem Wasser geklaut. Ja, danke. Apropos. Wenn das dann ist, das Baumhaus wieder zu reparieren oder neu aufzubauen, dann kannst du das nicht, weil... Das verstehe ich halt nicht. Also, warte, ich hüpfe nochmal runter, einfach um euch das zu zeigen. Ihr seht ja hier diese Schräge, ne? Deswegen kann der Balken halt hier halten. Ja, das ist das gleiche, wie ich halt bei mir hier drüben gemacht habe. Aber das kannst du halt nur machen, wenn du ein Fundament erst gesetzt hast. Und das ist das, was mich so aufregt. Und ich sage, dass das Game das nicht zulässt. Dass man das eben so bauen kann. Weil dann könntest du das nämlich auch reparieren. Aber ich gehe davon aus, dass wir erst kurz schlafen und dann nächsten Tag... Ist ja nicht mal nur das. Wenn du dir das Baumhaus mal genauer anguckst. Das ist ja noch nicht mal am Bau, also hier die Plattform zumindest. Ja, die ist eigentlich auch nicht am Baum befestigt. Die ist eigentlich nicht am Baum befestigt. Dadurch kann ich es nicht wieder reparieren. Nur weil die scheiß Plattformen halt nicht direkt am Baum sind. So, das da essen wir. Dann können wir dazu den Fisch hinhängen, den Virginia uns gerade gegeben hat. So, haben wir zumindest die Hälfte ungefähr. Ja, jetzt müssen wir theoretisch das alles abtragen. Und unten wieder und dann nochmal neu hinsetzen. Selbst die Brücke. Ja, stimmt, die musste auch wieder. Ah, kacke. Ich muss alles machen, oder? Lästig. Na gut. Ich versuche, dass ich oben weiter vorankomme. Was hast du gesagt? Bis zum Frühjahr? Mhm. Bis zum nächsten Winter. Und dann müssen wir uns oben noch was einfallen lassen, dass wir die Defense oben verstärken. Also gerade gegen die Mutanten brauchen wir was Stärkeres. Aber ja, wie gesagt, hier... Das ganze Fundament, was dort steht, ist nur für den Balkon da. Damit ich das überhaupt bauen darf. Und wenn der Balkon kaputt geht, du hast das Fundament nicht mehr. Deswegen ist es schade, weil eigentlich kannst du es halt abbauen. So, genau. Und ich musste ja hier da unten... Da hab ich noch die eine halbe hingeschmissen. Ja. Und so Feuerholz machen. Und ich habe keine Ahnung, ob das da hilft oder nicht. Und ja, wir müssen ja immer das Fundament von hier unten, was ja kaputt gegangen ist, wieder nach oben ziehen. Das heißt wieder runterhüpfen, hochhüpfen und da sind wieder Eingeborene. Haut ab. Bin schon mal froh, dass die Mehrheit der Eingeborenen hier ein bisschen Ruhe gibt. Wegen der Spike Wall. Und natürlich dadurch, dass wir das hier so gebaut haben, können die halt auch nicht einfach um das Fundament klettern. So einfach. Deswegen hoffe ich, dass das auch noch ein bisschen was aushält. Aber so schnell, wie das gerade jetzt bei Tattoo kaputt gegangen ist.
Schwierig. Ich glaube, wir werden hier einen zweiten Defense-Wald hier aufbauen. Weil dieses Haus hier irgendwann vielleicht mal eines Tages. So. Wir waren irgendwo hier drüben stehen geblieben und wollten uns einen Baum fällen. So, am besten in diese Richtung. Da kann nichts kaputt gehen. Hau mir ab, Virginia. Ganz schlechtes Timing, Virginia, bei ihm gerade rumzugeißen. Ganz schlechtes Timing. Da ist Stress. Na gut, wir geben uns halt auch nicht mit einer kleinen Blockhütte und einem achtfachen Wald zufrieden. Teleportieren sie schon ein. Nein, du willst den Baumstamm klauen. Du Sack. Das ist lange her. Aber irgendwie klauen vor allem die Frauen immer Baumstämme. Das sind hauptsächlich die Frauen, ja. Ja, ich weiß nicht, was die genau damit wollen, aber ja. So, dann werfen wir die mal dahin. Gucken, dass hier kein anderer rumgeistert. Da ist noch ein Baumstamm. Als wenn das schon fast ein Klischee wäre, dass Frauen immer klauen. Achso, nee, daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht, sondern dass Frauen ein bisschen für... Wobei, nee, eigentlich sind Männer für den Hausbau zuständig. Auch in der Tierwelt sind viele für den Nestbau eigentlich die männlichen zuständig. Um die allgemeinen Klischees mal mit zu benutzen. Kann ich mich hier irgendwo runterpacken? Lieber nicht probieren. Nicht, dass wir da aus der Welt fallen. So. Das sind meine zwei Baumstämme. Und jetzt nach unten springen, damit wir dann nach oben hüpfen können. Das wird jetzt hier ein paar Mal... Nein, das war zu weit runter. Deswegen kriegen wir das von hier hin. Irgendwie... Jawohl, sehr schön. Wie ihr seht, wir müssen bis nach da oben, deswegen darf ich das jetzt ein paar Mal machen. Das ist ärgerlich einfach. Und unnötig. Na komm, lass mich doch mal hier hochhüpfen. Nein, darf ich nicht. Einmal Umweg laufen. Hi, Virginia. Zwei Baumstämme schnappen und wieder runterspringen. So, bitte lande. Ja, sehr schön. So, und wieder loslaufen. Ist das toll. Landen. Sehr schön. So, leider komme ich da immer noch nicht da hoch. Oh, das habe ich schon da gebaut. Auch schön. So die Richtung. Sehr schön. Baumstamm, Baumstamm. Oh, einer ist anscheinend da runtergefallen. Aber hier ist erstmal nichts kaputt gegangen.
So, komme ich von hier? Zack, zack. Kann ich wieder zurückspringen? Jawohl, ich kann. Ach, schön. Einiges einfacher. Nein! Wenn er denn mal oben bleibt. Natürlich. Scheiße. Hier ist auch einer runtergefallen. Dann nehmen wir dich gleich mit und wieder nach oben laufen. Das Wandern ist des Jesus Frust. Das Wandern. Hi, Virginia. Nochmal. Danke. Darüber jumpen? Ja. So. Zack. Zack. So, und bevor das Game rummeckert, da bitte eine Verbindung. Zack. Da eine Verbindung. Und dann sollte das passen. Und wenn ich die jetzt hier wegnehme und hier ansetze, jawohl, kann ich auch gleich von hier rüber. Komm ich da hoch? Nein. Drüben ist wieder so ein Fleischklops, der da rumläuft. Bleib ruhig da drüben auf deiner Seite. Guck ja nicht so doof, ist ein Fundament. Mit einem Gebäude. Kennt ihr nicht, ihr lebt in Zelten. Ist ja auch sehr schön für euch. Ist mir aber zu ungenügend. Ist mir einfach zu klein. Zack. So. Jesu ist halt gierig. Nein, ich... Ja, gut. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Was? Dass du gierig bist? Nee, das nicht. Dass du ein Geizhals bist? Manchmal. So, was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dass du die Göttlichkeit bist und dir einfach alles gehört? Nee. Außerdem auch mal nicht auf Gotteskomplex gehört. Ja, ich weiß, das ist merkwürdig, aber... Holt ein Notarzt, Deso ist krank.